Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der letzten Sitzungswoche haben wir die Mandatsverlängerung von EUTM Somalia beschlossen. Und wir haben auch in dieser Debatte umfangreich über die politischen und auch die tatsächlichen Verhältnisse in Somalia und am Horn von Afrika gesprochen. Und ich glaube, die Quintessenz war eine ganz ähnliche wie auch in der heutigen Sitzung, nämlich dass die Bilanz auch nach Jahren internationalen Engagements in Somalia durchaus durchwachsen ist. Al-Shabaab ist immer noch stark. Und natürlich führt die Perspektivlosigkeit im Land auch dazu, dass Terror genährt wird und Wiederaufbau begrenzt wird. Aber es ist eben auch so, dass wenn es das internationale Engagement, insbesondere der Afrikanischen Union in Somalia, nicht gegeben hätte und geben würde, dann wäre wahrscheinlich auch der Bürgerkrieg nicht beendet. Dann würde nicht der Wiederaufbau beginnen. Dann hätte Somalia keine Regierung. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang, darauf sind einige Vorredner ja bereits eingegangen, darf man Atalanta nicht isoliert betrachten, sondern man muss es in einen größeren Zusammenhang rücken, gemeinsam mit der EU-Trainingsmission Somalia und auch mit EUCAP Nestor, einer zivilen Mission. Alles miteinander ist notwendige Voraussetzung, dass ein Wiederaufbau Somalias gelingt. Lieben Kolleginnen und Kollegen, es ist eben so, dass die Verhältnisse in Somalia sehr schwierig sind und dass gerade bei Atalanta, wo das Ziel war, Piraterie zu bekämpfen und auch zu ermöglichen, dass beispielsweise humanitäre Hilfe nach Somalia kommen kann, damit die Schiffe für das World Food Programs auch tatsächlich die Küsten Somalias erreichen, das ist tatsächlich geschafft worden. Die Bilanz ist eindeutig, Herr Staatssekretär, Sie haben es benannt, in den Jahren 2009 bis 2011 jedes Jahr über 150.000 Überfälle auf Schiffe und Geiselnahmen und seit Mai 2012 kein einziger mehr. Aber es ist eben auch richtig, Frau Wagner, was Sie gesagt haben, dass es eben tatsächlich so ist, dass die kriminellen Strukturen an Land, die sind dadurch nicht beseitigt. Und deswegen ist es zwar richtig, das Kräftedispositiv zu reduzieren, aber es ist auch richtig, nicht Knall auf Fall aus dieser Mission auszusteigen, weil dann sozusagen das Problem, das wir bis 2012 hätten, sofort wieder da wäre. Ich glaube, es ist der richtige Weg, den wir hier einschlagen. Aber lassen Sie mich an dieser Stelle auch eines sagen. Es ist Teil eines ganzen Maßnahmenbündels. Das ist das Entscheidende. Und es ist nicht der teuerste Teil dieses Maßnahmenbündels, sondern es sind umfangreiche zivile Maßnahmen, die wir ergreifen, beispielsweise wenn es darum geht, mit Stabilisierungsmaßnahmen eine bundesstaatliche, eine föderale Ordnung in Somalia durchzusetzen. Wenn es darum geht, auch wirtschaftliche Betätigung zu ermöglichen. Wenn es darum geht, humanitäre Hilfe zu leisten und darüber hinaus eben auch langfristige strukturelle Entwicklungszusammenarbeit voranzutreiben, dann ist es genau das, was das Land braucht, nämlich wirtschaftliche Perspektive für die Menschen, die dort leben. Und gerade, Herr Neu, wenn Sie das Missverhältnis, das vermeintliche Missverhältnis von militärischen Einsätzen und humanitärer Hilfe ansprechen, ich glaube, dass das nicht zutreffend ist. Wenn Sie sich beispielsweise das in Kenia liegende größte Flüchtlingslager der Welt, Dadaab, anschauen, wo 350.000 Menschen leben, hauptsächlich Somalier, dort ist es eben so, dass die Bundesregierung die Mittel, die bilateralen Mittel von 6 auf 11 Millionen Euro nahezu verdoppelt hat. Dort ist es auch so, dass für das World Food Program Anfang des Jahres die Mittel deutlich aufgestockt worden sind, damit man eben verhindern kann, dass die Essensrationen um 30% gekürzt werden müssen, weil das Geld für das World Food Program wieder gefehlt hat. Ich glaube, dass das grundsätzlich der richtige Ansatz ist, der dort verfolgt wird. Das ist eine humanitäre Verpflichtung, die wir haben. Es ist aber letztlich auch ein Gebot der Vernunft, dass wir uns gemeinsam im europäischen Kontext hier engagieren. Denn als fünfter Redner ist es vielleicht auch möglich, den ein oder anderen Exkurs zu wagen
Und da ist es, glaube ich, ganz entscheidend, dass wir alle Maßnahmen darauf ausrichten, Somalia zu stabilisieren, das Land in eine gute Ordnung zu bringen, wirtschaftliche Perspektiven zu eröffnen, damit die Menschen vor Ort eine Chance haben, damit internationaler Terrorismus bekämpft werden kann, der Nährboden entzogen werden kann, aber auch Fluchtursachen unmittelbar vor Ort bekämpft werden können. Und da warne ich einfach davor, derzeit nur den Blick auf den Nahen und Mittleren Osten und die dortigen Kriegs- und Bürgerkriegsgebiete zu wenden. Afrika wird für uns eine sehr viel größere Herausforderung sein. Wenn man sich nur drei Zahlen vergegenwärtigt: Eine afrikanische Frau bekommt im Durchschnitt 7 Kinder. Im Jahr 2035 werden in Afrika mehr junge Menschen in den Arbeitsmarkt drängen als in der gesamten restlichen Welt. Und im Jahr 2050 wird sich die Bevölkerung in Afrika auf etwa 2,5 Milliarden Menschen mehr als verdoppelt haben. Das sind die Herausforderungen, denen wir uns gegenübersehen. Und schon heute ist der Kontinent nicht in der Lage, die Menschen zu ernähren, geschweige denn ihnen echte Perspektiven zu bieten. Und deshalb geht es darum, mehr dafür zu tun, die Grundlagen für eine gute staatliche Ordnung, für ein Mindestmaß an Achtung der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit zu setzen. Und da, glaube ich, ist der entscheidende Pfad vor allen Dingen auf diejenigen zu setzen, die vor Ort sind, auf die Afrikanische Union. Deshalb müssen wir den Prozess zwischen Europäischer und Afrikanischer Union wie beim letzten Gipfel in Malta fortsetzen. Deshalb müssen wir dafür sorgen und einen Beitrag leisten, dass es ein nachhaltiges, ein inklusives Wachstum gibt, so wie in der Zukunftsstrategie der Afrikanischen Union Agenda 2063 dargelegt. Und da werden wir Schritt für Schritt vorwärts kommen müssen. Nur so werden die Probleme letztlich auch an der Wurzel erledigt werden und bewältigt werden können. Und dafür ist ein Bestandteil auch Atalanta. Deshalb werbe ich dafür, dass wir in den Ausschussberatungen die notwendigen Voraussetzungen dafür schaffen, in der nächsten Sitzungswoche dieses Mandat zu verlängern. Herzlichen Dank. Das Präsidium hat sich eingeschritten, weil wir dachten, der Redner kommt zum Schluss. Das macht er so mit jedem Satz, aber es ging immer weiter. Aber gut, bitte die anderen sich dann etwas zurückzuhalten. Dirk Vöppel von der SPD-Fraktion ist der nächste Redner.